Es ist Dienstag, der 26. Mai 7528 nach Erschaffung des Friedens im Sternentempel. Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Engelsburger Neuigkeiten. Was wir aktuell erleben, ist die Spaltung der alternativen Szene, die sehr erfolgreich umgesetzt wird. Die einigen ängstigen die Menschen vor der dunklen neuen Weltordnung und deren Umsetzung. Die lichte Seite verrennt sich darin, wer denn nun der König oder Kaiser wäre, der unser Land in die Freiheit führt. Ist es Stefan Ratzeburg, der unehelich geboren wurde, was sich nicht bewährte? Oder Georg Friedrich, Prinz von Preußen, der ehelich geboren wurde und christlich heiratete? Ihr wisst, dass ich nichts von Kirchenchristentum halte, da es uns zu Glaubenssklaven degradierte und degenerierte. Da ich mich auch weiterhin keiner verpflichtet fühle, sondern nur den Wunsch nach ordentlichen Zuständen habe, halte ich mich dort raus. Leider versucht man mich dahingehend zu manipulieren, was ich nicht akzeptiere. So sehr ich mich auch bemühe, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das Volk fragen wird, wen es als König oder Kaiser haben will. Das entscheiden die Weltenlenker, also Trump, Putin und Xi. Sie wissen, wie es um unser Land bestellt ist und dass noch immer ein riesiger Teil der Bevölkerung nicht erkennt, dass er seit Jahrzehnten belogen und betrogen wurde. Wer auf dem Land lebt, bekommt es vielleicht nicht so mit. Doch ich, im östlichen Ruhrgebiet, sehe auf den Straßen Massen an Menschen auf einem spürbar niedrigen Niveau. Kaufen, sich darstellen und womöglich noch tratschen, als würde das glücklich machen. Die Lösung unserer Herausforderungen liegt nicht im Außen, wir finden sie einzig in unserem Inneren. Wahren Weltfrieden werden wir erst haben, wenn wir diesen Frieden in uns erwecken und ihn leben. Was wir im Außen erkennen, ist eine Spiegelung unseres Inneren, denn wie innen, so außen. Plagen euch ständig Ärger und Hass, habt ihr dies in euch und euer Umfeld zeigt euch so, wo ihr suchen solltet, wenn ihr das überwinden wollt. Es ist nicht damit getan, das System abzuschaffen und zu erneuern, wenn im Geiste der Menschen noch immer Zwietracht und Neid herrschen. Schon im Neuaufbau kämen diese alten Gedankenstrukturen zum Vorschein, die uns nach und nach in den praktizierten Satanismus führen würden. Zeichnen die Pastoren und Priester bei der Taufe das Kreuz auf die Stirn des Täuflings, verschließen sie damit schwarzmagisch das dritte Auge des kleinen Menschen. Die meisten wissen dabei nicht, was sie tun, sie setzen es einfach nur um, weil man es ja so macht. Die Kirchenoberen, egal welcher Konfession sie angehören, wissen das sehr wohl, wer ihr wahrer Gott ist. Das sind keine Kavaliersdelikte, sondern tiefschwarzes Verhalten, was ein schlechtes Karma erzeugt. Benjamin Fulford schrieb in seinem letzten Blog oder Newsletter: Die Machtübernahme der kasachischen Mafia mit einer gefälschten Covid-19-Pandemie ist spektakulär gescheitert und jetzt beginnt die Rückzahlung, sagen Quellen des Pentagon und der asiatischen Geheimgesellschaft. Die Whiteheads haben die sofortige Offensive gestartet, indem sie den Militärführer der Jesuiten und schwarzen Papst Adolfo Nicolás getötet haben. Der Tod von Nicolás eröffnet den Weg für die Befreiung Japans. Es folgt die Befreiung Deutschlands. Nur dann wird es möglich sein, die Vereinigten Staaten und damit den Planeten Erde zu befreien. Sollte er wirklich recht haben, wird erst Japan befreit, danach Deutschland, bevor es in den USA zum großen Showdown kommt. Q ermahnt uns Annens, keine Zeitpläne aufzustehen und mir ist es wichtig, dass ihr in eurer Mitte und Stärke bleibt. Man hetzt gegen uns, doch sollte uns das nicht davon abhalten, weiter unseren Weg in die Freiheit zu visualisieren und spazieren zu gehen. Ob wir dieser Vorhersage vertrauen können, sollte jeder für sich selbst entscheiden und dabei auf seine innere Stimme hören. Wir sehen aber sofort, dass es mit unserer Befreiung noch dauern kann. Noch darf der Deutsche, um es einfach mal so zu vereinfachen, erleben, wie es sich anfühlt, in der dunklen NWO zu leben. Denn genau das ist es ja, was wir gerade so spüren. Das war im demokratischen System so geplant, auch wenn die Pandemie völlig daneben ging. Da hatten wir einen großen Beschützer, der dafür sorgte, dass es nicht so wurde wie von der Kabale geplant. Das rettete Millionen, wenn nicht gar Milliarden Menschenleben. Immerhin geht es um einen Biowaffenangriff, wie der Europarat eine mögliche zweite Welle bezeichnet. Jeder Selbstdenker weiß sofort, was los ist. In den letzten zwei Monaten geschah sehr viel, was die Masse der Ereignisse unüberschaubar macht. Erst kamen die Defender 2020-Truppen ins Land, die relativ schnell ihr Logo änderten,
was sofort an die Schäftruppen erinnerte. Ich würde es als modifiziert bezeichnen. Bei Facebook wurde ihre Bezeichnung auf Regierungsinstitution geändert. Es flogen viele kleine Flugzeuge und scannten den Boden nach Tunneln ab, was ebenfalls sehr deutlich war und auffiel. Noch heute fand ich eine Maschine, die ein Scanmuster auf der linken Seite des Rheins flog. Aus allen Ecken des Landes bekamen wir Augenzeugenberichte über bunte Lichtpunkte am Himmel bzw. über Raumschiffe, die Jets hinterherjagen. Das brachte auch ich in meiner Sendung. Das Merkel ging in 14 Tage Selbstquarantäne und wird seither nicht mehr mit ihrer Limousine gefahren, sondern in einem grauen Gefangenentransporter. Durch die angebliche Corona-Krise werden alle Menschen weiter schwer unterdrückt und gezwungen, Maulkörbe zu tragen, was ein sehr offensichtliches Symbol ist. Wir erfuhren durch die Pressekonferenzen Trumps, dass nicht so viele Kinder aus den Tunneln gerettet werden konnten, wie erhofft, und lasen auch beim österreichischen Bundesheer, dass dort die Soldaten in die Tunnel gehen. Viele von uns haben gehofft, dass es Ostern schon zur großen Wende kommt, was nicht passierte. Dann hofften wir auf den 8. bis 9. Mai, da er symbolträchtig ist, doch aus daraus wurde nichts. Immer mehr Menschen gehen auf die Straßen und protestieren gegen die Corona-Auflagen. Nehmen sie ein Grundgesetz mit, werden sie von der Polizei mitgenommen und wir hörten schon in einem Video, wie gesagt wurde, dass es nicht mehr gilt. Das ist die wichtigste Aussage, die wir interpretieren können, denn es ist nicht viel, was es außer Kraft setzen kann. Einzig die Alliierten haben die Macht dazu. Und da passt die Aussage von Ronald Gelken, der schrieb, dass US-Botschafter Grenell am 1.4. das Kriegsrecht ausrief, was aber noch nicht öffentlich bekannt gemacht wurde. Da fragt sich der Selbstdenker, auf welcher rechtlichen Grundlage die Wortmarke Polizei ihre Gewaltexzesse begründet. Alle sind vollumfänglich für ihre Taten verantwortlich, auch wenn deren Vorgesetzte etwas anderes behaupten. Ebenso wichtig in der Adlerperspektive sind die Frequenzübertragungen, die wir täglich in den Schumann-Resonanzen sehen können. Heute erreichten sie in der Spitze 72 Hertz, was hoch ist, aber keine Hausnummer. Sie bekommen wir aus dem Weltall gesendet und ich weiß von den Plejaden und der Venus. Sie führen uns aus der körperlichen Degradierung und Degeneration, da sie über das morphogenetische Feld auf unsere Körper und Gesundheit wirken. Das ist alles ganz positiv und sehr hilfreich für uns. Verlassen wir die Maus und bewegen uns wie der Adler, über den Dingen schwebend, erkennen wir viel mehr Zusammenhänge und haben den Blick fürs Ganze. Das ist die wichtigste Handlung, die wir täglich vollführen sollten, uns in den Adler zu begeben und zu erheben. Es ändert unser Bewusstsein und nimmt mögliche Ängste. Keiner von uns weiß, was wirklich kommt, denn keiner von uns hat so etwas in dieser Inkarnation auf der Erdoberfläche erlebt. Alleine die Einführung von Nesara und Gesara wirkt sich bis in jede Sippe aus. Keiner muss mehr finanzielle Not leiden, weil jeder genug zum Leben haben wird. Nach dem Sturm wird es auch keine Schulmediziner mehr geben, weil ihnen verboten wird, Menschen zu vergiften und zu töten. Wir werden uns vertrauensvoll an die Heilpraktiker wenden, die in ihren Methoden viel fortschrittlicher sind und vor allem viel sanfter. Freie Energie in jedem Haus spart nicht nur eine Menge Geld, sondern wird unsere Technologien rapide vorwärts bringen. Wir stehen schon im Tunnel und das sehen wir am Ende leuchten. Wie schrieb Trump als Q Plus so schön in QJob 4095? Bleibt bei mir, Bedauernswerte. Ihr werdet lieben, wie der Film endet. Vertraut dem Plan. Es ist nicht leicht, fördert aber unsere Geduld und Ausdauer, denn auch sie sind wichtig auf dem spirituellen Weg in die Freiheit. Es ist im Grunde völlig unwichtig, wer den Friedensvertrag unterschreibt, solange er unterschrieben wird. Werden wir nicht innerlich souverän, erleben wir das auch nicht äußerlich in unserem Land. Die innere Arbeit hilft uns in die Freiheit und bringt einen enormen Zuwachs an Lebensqualität. Erkennt man, was wirklich wichtig ist im eigenen Leben, weiß man, wie viel Unwichtiges wir im eigenen Leben haben. Ob geistig oder materiell, ist dabei egal. Das eine ist ein Teil des anderen. Erlebe ich meine Mitmenschen, wie sie sich immer wieder gebaren, steigt auch in mir der Frust hoch. Komme ich dann wieder in meine innere Mitte, sieht es sofort anders aus. Die Kinder brauchen halt ihre Zeit und nach 70 Jahren schwerer Verdummung vor den TV-Geräten kann man das nicht mit einem Schnippen umdrehen. Das dauert seine Zeit, wie alle Reifezyklen. Abläufe, die man nicht beschleunigen kann, da sie abhängig vom Einzelnen sind und seiner Bereitschaft, an sich zu arbeiten.
Kennt ihr das, wenn es immer die anderen sind, die Schuld haben? Sich bloß nicht eingestehen, dass man auch mal einen Fehler machen kann und sich irrt? Das alles sind Erkenntnisabläufe, die nicht mal ebenso kommen, sondern die man sich erarbeitet. Bewusstseinsarbeit ist kein Selbstläufer. Da bedarf es der eigenen Handlung, Erkenntnis und Selbstbetrachtung. Wer bin ich? Wo komme ich her? Und wo will ich hin? Es geht somit nicht nur um ein äußeres Erwachen, wozu die Geopolitik gehört, sondern auch ein inneres Erwachen. Stell dir vor, du gehst in dich und findest dein wahres Selbst. Nicht das, zu was man dich machte, sondern das, was du wirklich bist. Da ist meist ein sehr großer Unterschied, denn kaum einer von uns konnte sich der staatlichen Erziehung in den Schulen entziehen. Wir wurden mit so vielen geistigen Viren verseucht, die wir nicht einmal ebenso loswerden. Erst geht es um das Erkennen der dunklen Gedanken, danach kommt dann das Ersetzen durch freie und lichte Denkstrukturen. Wer beginnt, die Anastasia-Bücher zu lesen, im Idealfall gepaart mit der Talos von Athos-Reihe, erfährt viel darüber, wie das Leben wirklich ist, was unsere wahren Fähigkeiten sind und wie wir sie verloren. Als Neugeborene haben wir sie noch alle, was sich dann aber nur noch ein paar Jahre halten wird. Denn wenn es nicht schon die unwissenden Eltern verschütten, übernehmen das der Kindergarten und die Schule. Natürlich werden unsere Jüngsten regelmäßig mit schlimmsten Substanzen vergiftet, was man uns als Impfung verkauft und bis heute keinen Nutzen hat. Außer man heißt Gates, ist Satanist und verdient daran, dass diese Menschen misshandelt werden, erkranken und womöglich sogar sterben. Einen Philanthrop erreicht so etwas nicht, denn er spendet dann mal eben ein paar Tausender oder mehr und schon tanzen alle nach seiner Pfeife. Doch auch das hat nun bald ein Ende. In Indien wird diese Gestalt schon per Haftbefehl gesucht. In den USA dauert das noch etwas, ist aber schon absehbar, dass es auch dort kommt. Dieser reinigende Sturm macht vor keiner dunklen Gestalt Halt. Auch nicht vor einem Friedhofs-Nobelpreisträger. Zum Schluss der Sendung noch etwas in eigener Sache. Bei bis zu 500 oder 600 Kommentaren pro Sendung fehlt mir leider die Zeit, mir alle durchzulesen oder auch zu reagieren. So dann und wann sehe ich aber einige bei den Benachrichtigungen, die ich erhalte, und möchte einen Punkt ansprechen. Die Sendung, wie sie einst war, wird es so erst einmal nicht mehr geben. Das schaffe ich zeitlich nicht mehr, denn auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Die Erdbeben habe ich noch im Blick, aber auch nicht mehr in der Qualität wie früher. Statt den Sonnenwind zu verfolgen, achte ich auf die Schumann-Resonanzen, denn durch sie werde ich ausgebremst, wenn ich nicht von mir aus herunterschalte. In den kommenden Tagen bis Wochen wird sich daran etwas ändern, doch nicht so sehr, dass es dann wieder ginge, 6 bis 8 Stunden an der Sendung zu sitzen, wie sie ursprünglich war. Dabei spielt auch mit hinein, dass nach dem Wechsel auf Geopolitik und Spiritualität der Zulauf immer größer wurde, was mich sehr freut. Meine Abonnentenzahlen stiegen innerhalb von 2 bis 3 Monaten um 40.000 an. Danke dafür und auch für die vielen Zugriffe pro Sendung. Sie stiegen locker um 2 Nullen. Das zeigt mir, dass ich euer Interesse treffe und sehr gerne gebe ich mein Wissen und meine Erfahrungen an euch weiter. Wir Veden wollen immer den Stamm stärken. Und wie ginge es besser als durch die Weitergabe von Wissen und Erfahrung? In früheren Zeiten, wir reden hier über mehr als 1000 Jahre, war es üblich, das Wissen von Mund zu Ohr weiterzugeben. Wir hatten die Anbindung in den Kosmos und so immer das Wissen, welches wir benötigten. Da kommen wir wieder hin, keine Frage, doch nicht ohne innere Arbeit. Die Hintergrundaufnahmen habe ich ebenfalls bewusst so gewählt, da sie beruhigen und euch in der Mitte halten können. Nur in unserer Mitte haben wir die meiste Kraft und größte Anbindung in höhere Dimensionen. In unserer Mitte wirft uns so schnell nichts um, denn dort sind wir wieder mehr Schöpfer, als wären wir in Hektik und Stress. So danke ich euch auch heute für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Tag und Abend. Bleibt in eurer Mitte und somit in eurer vollen Kraft. Gemeinsam sind wir stark, denn where we go one, we go all. Einer für alle und alle für einen.